Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Kreativ Gimp Arena. Und es geht weiter mit den Werkzeugen. Und zwar habe ich mir dieses Mal dieses schöne Exemplar an Strichen von einem Mandala, oder was es sein soll, runtergeladen von pixabay.com. Denn es geht ums Maßbandwerkzeug und dazu messt man doch Striche am besten. Weil einen einzelnen Pixel möchte ich ja nicht messen. Das ist dieses Werkzeug und das kann ich mit der Taste Umschalt und M wie Mama auswählen. Was gibt es jetzt für Einstellungsmöglichkeiten? Die Ausrichtung automatisch, horizontal und vertikal, ein Infofenster, Ausrichtebereich für Ebene, Auswahl, Pfad, Bild, Import, wie Interpolation, kubisch, Zuschnitt, anpassen und ausrichten. Ja, bin ich auch sehr überfragt, weil ich benutze das Tool eigentlich nie. Es ist da, es gehört jetzt hier zu. Ich habe gesagt, okay, ich mache diese Einstellungen. Aber normal würde ich jetzt hier hingehen und würde das hier hinsetzen und da hinsetzen. Oder muss ich das gedrückt halten? Ne, ich habe es noch nie benutzt. So, hier aufziehen, genau. Und jetzt kann ich mir dann hier unten meine Werte ablesen. Ne? Muss ich immer hier unten hingucken, ist auch irgendwann ins Genick. Deswegen sage ich hier Infofenster, ziehe das hier so auf. Jetzt bekomme ich hier oben Maßband, Abstand ist 879,6, Winkel 44,82, Breite ist 624 und die Höhe 620 Pixel. Jetzt kann ich natürlich auch die Shift-Taste dazu drücken, dann kann ich den Winkel ändern. Jetzt habe ich hier 19,47er Winkel, Abstand oben drüber von 557,9 Pixel, die Breite 186 und die Höhe 526 Pixel. Mit der Steuerungstaste kann ich wieder anders da agieren. Ich glaube im 5er oder 10er Abstand und dann habe ich wieder neue Werte und so kann ich mir eben mein Bild eben abmessen. Ob das hier ein Mandala ist oder ob das ein Haus ist, was ich sage, okay, wenn das ist, dann muss ich das. Dann muss ich das in dem und dem Winkel einbauen, damit dann mein Bild realistischer aussieht oder was auch immer. Keine Ahnung, für was man Maßband benötigt. Ich benötige keins. Ich mache mir meine Bilder quer nach Daumen. Sieht meistens auch ein bisschen glaubhafter aus, wie genau abgemessen. Denn so genau messen und rechnen kannst du dann, wie du es einbauen willst. Aber das darf jeder tun, wie er möchte. Und das war das vorletzte Werkzeug. Jetzt kommt noch eins, dann ist diese Reihe beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.